YouTube, wir sind zurück. Fallout 4, Video Nummer 17. Wir sind jetzt immer noch in der Villa hier von diesem, ich vermute, durchgedrehten Doktor. Keine Ahnung, was der so am Wickel hat. Mit der Piper am Start, die lässt sich hier gut gehen. Er war schon unten. Na gut. Und wir haben eine neue Mission. Emogene hat einen Liebhaber. Finde Emogene Cabo optional. Frag im Third Whale nach. Okay, da gehen wir jetzt mal hin. Das machen wir jetzt. So, YouTube, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe hier über mir einfach mal, lass ich mal drinne. Oder lass ich das drinnen? Nee, mach ich raus, oder? Brauchen wir da eigentlich nicht. Brauchen wir da eigentlich nicht. Champions League Ticker? Mach ich aus. Brauchen wir nicht bei YouTube. So. Soweit ganz gut. Nur Nerv heute eingeklemmt. Ei. Das kann wehtun. Dann natürlich gute Besserung, Iron Sky. Bei mir ist alles gut. Ja, morgen nochmal. Und dann haben wir schon wieder 4 Tage frei. Die brauche ich auch. Die 3 Tage arbeiten waren anstrengend. Verstehst du? So, mit der Piper sind wir unterwegs. Piper macht schon wieder Piper-Sachen. Ja, morgen. YouTube, für euch die Information. Morgen zum Mittwoch, der Vorfeiertag, da werde ich abends kein Fallout spielen. Weil wir morgen verabredet sind zum COD-Abend. Das heißt, das Video, was ich jetzt produziere, kommt dann morgen am Mittwoch raus für euch im Laufe des Tages. Und dann gibt es wahrscheinlich erst wieder ein Video am Freitag. Mal gucken. Ich gebe mir natürlich Mühe. Vielleicht kann ich am Donnerstag zum Feiertag tagsüber mal irgendwie was aufnehmen. Aber da kriegt man ja auch Besuch, deswegen. Entschuldigung. Deswegen weiß ich noch nicht genau. Aber ich gebe mir Mühe, ich bleibe dran. Es läuft ja gut, ich bin sehr zufrieden. Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du im Kopf behalten. Ich bin sehr zufrieden mit euren Interaktionen bei YouTube und deswegen muss ich auch dranbleiben. Also hier darf ich nie... Das darf ich nicht schleifen lassen. Guten Abend, Angie. Hallo. Herzlich willkommen. Ah, ist die Bauch... Achtung. Ich habe schon ein YouTube-Short gemacht, Leute. Hier gibt es eine Bauchsängerin. Blue, darf ich kurz? Ich muss was erledigen. Mach Piper. Achtung! Naja, eine sogenannte Bauchsängerin. Das Mikrofon einfach so groß wie ihr Kopf, ne? Wahnsinn. Ja, hier. Kumpel, ich brauch mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Brauchst du was zum Entspannen? Okay, wo ist die Frau? Hotel Rexford. Ja, genau das Richtige. Wo ist die Frau, die wir suchen? Sorry. Entschuldigen Sie bitte, ich hab da... Wir machen einfach die Tür zu. Wir lassen es einfach. Hält schon nicht auf. Angie, wie geht's? Hä, wo ist denn die? Ich soll doch hier jemanden suchen. Ist das die hier? Nee. Hey, was darf sein? Kennst du Imogen Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Mir geht's gut. Viele Freunde. Angie, danke. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Nur du und du und du. Wir sind gleich wieder da. Entschuldigung, Miss. Was ist los, du hübscher Bursche? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen.
Das lief wunderbar. Ich bin begeistert. Das war wirklich nett anzusehen, Ma'am. Der Auftritt, meine ich, ist es hier nicht irgendwie verdammt heiß? Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Hm? Ich glaube, du bist auch ein Künstler, so wie ich. Du weißt, mit Worten umzugehen, oder? Sagst im richtigen Moment immer das Richtige. Also, was führt ein Mann wie dich in meine Ecke der Stadt? Ey, schon bei der Stimme würde ich, Was denkst du denn? Wir sind alle hier, weil wir etwas vergessen wollen, oder? Ich glaube, wir beide werden uns sehr gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Nee, mit der will ich nicht flirten. Ich hab schon was am Laufen mit der Piper, deswegen können wir das nicht machen. Kennst du Imogen Cabot? Imogen? Natürlich kenne ich sie. Ich hab sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst und ihre Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogen fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Ham, kannst du bitte mal kurz kommen? Wer? Ach, der. Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Imogen. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogen immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Und dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogen geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Magnolia? Schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Ich hätte nichts dagegen, noch ein Lied zu hören. Ein guter Musiker hört auf das Publikum. Wie wäre es mit dem hier? Ein Bauch singen wieder, ne? Warte, wir passen uns nur an, wir machen uns mal hier, pass auf jetzt. So. Okay, weiter geht's. Finn, der ist heute gar nicht da, der guckt bestimmt Fußball, hä? Dortmund spielt. Wird der Zocki wahrscheinlich auch gucken. Morgen guckt er dann Bayern, also. Ein Tarnpullover. Ist krass, oder? Wie man. Also wirklich, na, wie man rumrennen kann. So, wo müssen wir hin? Hier. Wäre natürlich krass, ne? Wenn Dortmund heute gewinnt und ins Champions League-Finale einziehen. Verrückt. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hey, den hab ich schon mal über den Haufen geschossen. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst.
Ich suche nach Imogen Cabot. Tut mir leid, aber Imogen ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Was macht sie hier? Ist sie ein Mitglied deiner Bewegung? Sie und ich haben, ein romantisches Verhältnis. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, bis sie sich beruhigt hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen. Die Alter. Frauen halt so sind. Die schieße ich über den Haufen, Alter, sagst du. Den letzten Typen mit dieser Masche habe ich umgebracht, falls dich das interessiert. Wow, willst du das etwa wirklich durchziehen? Gut zu wissen. Ich schließe eben schnell die Tür auf, okay? Hat das der Piper jetzt echt nie gefallen? Warte mal. Ihr Ernst? Krass. Der Typ entführt Menschen und sperrt die ein. Deswegen habe ich den ja eigentlich auch schon mal über den Haufen geschossen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum das die Piper jetzt so negativ interessiert. Also, naja, gut. Oh, jetzt geht's ab. Was für eine Verschwendung. Auf Nimmerwiedersehen. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hier entlang, bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich suche nach Imogen Cabot. Muss leider ins Bett, wünsche euch. Imogen ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Alter. Muss leider ins Bett, wünsche euch aber allen eine gute Nacht und viel Spaß. Lisa, danke dir. Schlaf gut. Dankeschön. Ihre Familie macht sich Sorgen. Sag ihnen, dass es ihr gut geht. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, bis sie sich beruhigt hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen, wie Frauen halt so sind. Freund der Familie ist halt rot, ne? Also rot bedeutet, ich habe absolut keine Überzeugungskraft gegenüber ihnen, um den umzustimmen. Gelb ist machbar, orange ist schon eher so, kann klappen, muss aber nicht. Ist sie vielleicht nach 500 Kronkorken bereit? 500 Kronkorken? Ich bin in der falschen Branche. Tja, das ist was anderes. In Wahrheit hatten wir eine kleine, Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr machen soll. Für 500 Kronkorken kann sie gerne dein Problem sein. Hier, ich schließe die Tür für dich auf. Ich muss dich warnen. Sie ist stärker, als sie aussieht. Wir mussten alle mit anpacken. Alding, warte mal ganz kurz. Somerville Place, Covenant und Sunshine Tidings. Müsste ich mal, müssen wir nach der Quest mal Besuch abstatten. Das sind unsere Gemeinden, die kaputt gehen gerade. Um sie dort einzusperren. Naja, war schon mal. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Naja, guck mal, hier liegen sie alle noch da, die Leichen. Ich hab die nie ausgezogen, das möchte ich gleich sagen, ne? Könnte eine Weile dauern bis zur nächsten Vorstellung. Sie gehört dir, Nächster. Du bist sicher Imogen. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Ein Alter. Das stimmt. Ich bin hier, um dich zu retten. Warum solltest du mich retten müssen? Hast du etwa darum gebeten, hier eingesperrt zu werden? Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte jederzeit gehen können. Ich habe nur gewartet, um zu sehen, ob Thomas zur Vernunft kommt. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten.
Brauchst du noch was, bevor wir gehen? Nein, ich hatte nichts Wertvolles dabei. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme, aber zuerst brauche ich einen Drink. Alter, hier rumpelt's. Wie, du kommst nie mit? Hi. Sag Mutter, dass ich bald nach Hause kommen werde. Okay. Ist ja am Ende des Tages ohne mein Problem. Das macht mich wahnsinnig. Edward, wechsle zum Hardley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Einiges los. Hör zu. Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Entschuldigung. Jetzt nicht. Hallo? Edward? Bitte melden. Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Was ist passiert? Die Wache in Parsons hatte gemeldet, dass sie angegriffen werden. Edward ist ihnen zu Hilfe geeilt. Ich konnte ihn nur kurz erreichen. Hab nicht viel erfahren, aber es klang so, als ob die Sache dort fast außer Kontrolle wäre. Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben... würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen, besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Die Nebenwirkung? Woher habt ihr das Serum? Wie du sicherlich erraten hast, ist mein Vater die Quelle des Serums. Jack, bist du sicher, dass er das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung... die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Dann sollten wir sofort nach Parsons aufbrechen. Das stimmt. Moment mal. Hast du nicht nach Imogen gesucht? Hast du sie gefunden? Ja. Ich habe sie gefunden. Es geht ihr gut. Oh, gut. Zumindest ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Verstehe. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe...
Natürlich, was denkst du denn? Vater, genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen, bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Oh, was willst du? Hey. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Angie, bist du noch da? Some information. I have some information. Okay, wieder zur Irrenanstalt. Die war hier oben, ne? Bereit? Gehen wir. Gehen wir! Einen ernsthaften Kampf soll ich mich vorbereiten. Kurze Männer scheinen sich gut verkauft zu haben. Aber leider nicht gut genug. Sonst verkommt das alles ja nur. Wir müssen zu meinem Büro. Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Okay, bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Los, geh rein, jetzt. Ich komm dann schon. Und zwar, Angie, habe ich mir heute einen Bericht angeguckt, wo es schon wirklich sichere Fakten gibt. Die arbeiten aktuell an 4 weiteren Resident Evil Teilen. Darunter ist natürlich Resident Evil 9, was wahrscheinlich schon im Januar nächsten Jahres erscheint. Also auf jeden Fall im ersten Quartal, vielleicht sogar direkt im Januar. Und die arbeiten gleichzeitig noch an 3 Remakes. Bin ich gespannt. Oh, da wird wieder herrlich. Da werden wieder schöne Videos produziert, Resident Evil, ne? One of the best, I guess. Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Kampfscharfschützengewehr, das wollte ich mir mal angucken. Süß. Meins ist stärker. Ich kann nicht glauben, dass sich der Aufwand lohnt. Sieh die Daumen. Nichts als Staub und Schrott. Oh, es wird sich lohnen. Wenn Lefty recht hat, dass der neue Saft von hier stammt. Mach dich bereit. Da brauche ich den Schlüssel. Okay. Na dann knallt's jetzt, wenn wir die Tür aufmachen. Endstation! Die halten wirklich was aus, du. Du mal ruhig bist. Du nervst. Verboten. Hier drin, oder was? Nee. Okay, andere Richtung. Ich bin bei Supernatural jetzt auch fast wieder am Ende, ne? Das wär's.
Aber bald kommt The Boys, die neue Staffel. Sag mal, siehst du das nicht? Blind. Komm her, mein Kleiner. Du, hast du einen Baseballschläger oder so? Sauberes Jeanskleid. Ey, komm mal her, Piper. Aha, komm mal her. Piper. Hallo? Piper? Hey. Wohin? Hier drüben. Hört sich nach einem Plan an. Was ist mit der los? Ist ein Herd angelassen zu Hause oder was? Halbzeit, Champions League. Maja. Hey. Suchst du was Bestimmtes? Na, du kannst mal das saubere Jeanskleid anziehen. Wenn die immer nichts tragen kann, ne? Hä, wo ist denn das ein Jeanskleid? Willst du mich verarschen? Egal. Bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot, aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. Gut. Ausgezeichnet. Ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Da müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil. Mach dir keine Sorgen um mich. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren. Obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. Was genau geht hier eigentlich vor? Ich denke, du solltest es wissen. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir. Sei vorsichtig, Jack. Du auch. Danke.
Okay. Na dann zeig mal. Geheimgang, hä? Hoch. Wir sollen hoch. Okay. Gehen wir halt wieder hoch. Jemand da? Zeit, sie fertig zu machen. Aha. Scheiße, was war das? Oh, Scheiße, nein! Die sind wirklich stärker, ne? Liegt am Boden, der Knecht. Greif einfach zu. Mach ich. Parsons State Irrenanstalt. Was für ein Chaos. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Komm, er sagt uns ja nie was. Diese Söldner haben gut gekämpft, was? Ja, nicht gerade die Waffen. Oh, jetzt geht's ab. Haben diese Idioten dich einfach reingehen lassen? Ach, weg. Einfach so. Du hast ihn getötet! Geh doch mal aus dem Weg, Junge. Das war's? Ah, fuck! Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Macht nicht mit der Piper, Alter. Geh doch mal rein! Spielchen mit mir spielen, was? Nee. Oh, keine Zeit für sowas. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Nichts mehr zu sehen von ich Ihnen. Ich verstehe langsam, was das war. Was? Wenn du ein Geist oder sowas bist. Was? Übelste Geheimwege hier. Hast dich verpisst, was? Der macht mich irre, der. Oh. Der hat sich durchgegraben. Der kleine Wichser an diesem hin. Ort würde selbst ein Ghoul Albträume bekommen. Was ist das denn noch? Ich treib's aus der Deckung! Oh. Der macht das schon, oder? Verdammt! Warum müssen sie sich haben immer alle geschluckt? Alter. Ein ganz wilder.
Was soll denn hier drin sein? Also jetzt mal ohne Witz. Cool. Smoking, haben wir doch schon. Stirb endlich! Kaputt. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Öffne das komm Feuer! Komm schon, du harter Bursche! Noch mehr von dem? Eleganten Hut habe ich schon. Gut, der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Damit kommen wir in den Keller. Krass, Alter, Dortmund führt 1-0. Wahnsinn. Scheiße, was war das? Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Ja, mach auf die Tür. Alter. Was ist denn das hier? Versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Luzifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Scheiße! Sie brechen durch die Sicherheitstüren! Beeilung! Ihr habt's fast geschafft. Ich öffne den Haupteingang. Schnell! Das Abramelin-Feld ist abgeschaltet. Anscheinend übersteigt selbst die einfachste Aufgabe eure Fähigkeiten. Das war's. Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Ich werde endlich frei sein. Inner ist ja noch clever, ne? Es dauert nicht mehr lang, dann kann ihn nichts mehr aufhalten. Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Du Schwachkopf, nein! Ah, endlich! Du hast das Richtige getan. Warte mal. Jetzt hab ich gerade nie aufgepasst. Jetzt war ich zu stürmisch. Soll ich den wirklich töten? Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat. Wer ist deiner Meinung nach der Verrückte hier? Das ist eine gute Frage jetzt, ne?
Warte mal, das ist jetzt Töte oder befreie Lorenzo Cabot. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Den letzten Generator um, damit ich Können wir mal extra speichern. Enden kann. Die Zeit müsste reichen. Alles, was dir mein Sohn über mich erzählt hat, sind eigennützige Lügen. Das ist doch offensichtlich. Das war's. Keine Sorge. Die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich glaube fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm, denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater. Sonst verkommt das alles ja nur. Nett. Massachusetts Chirurgenblatt. Jawohl. Toll. Es ist halt immer so die Frage, ne? Haben wir jetzt wirklich das Richtige getan? Immer schwierig. Immer schwierig. Ich würde sagen, bleibt bei sowas immer bei eure, ja. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Was hätte er getan, wenn er freigekommen wäre? Oh, er hätte uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Was jetzt? Ich muss meinen Vater begraben und hier alles schließen. Ich komme nie wieder zurück. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Dankeschön. Super, vielen Dank. Noch eine Sache. Ich habe das Artefakt so lange erforscht. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. In einer Woche. Natürlich. So, über den Fahrstuhl komme ich jetzt wahrscheinlich hoch. Und direkt raus. Geht's hier nie raus, ja, ne? Ja. Irgendwie laufe ich hier im Kreis. Naja, gut. Haben wir erledigt. In einer Woche soll ich wieder zu dem kommen. Muss da wirklich eine ganze Woche vergehen? Sieht aus hier, ey. So, toten Briefkasten müssen wir auf jeden Fall machen. Ich kann ja noch mal schnell hierher gehen.
Vielleicht geht's ja schon. Ja, Entschuldigung. Ich hab Hunger. Edward. Hey. Ja? Die Sachen hier sind älter als du, Blum. Okay. Anscheinend ist hier noch nichts los. Ein Meisterschloss. Hm? Sind immer die Besten. Wie schön. Batman, haben wir schon? Smoking. Haben wir auch schon. Okay. Also anscheinend sind die noch nicht zurück. Ich wüsste zumindest das Niveau. Erstmal auf die Billardplatte gesprungen. Toter Briefkasten, hier. Aber nicht so nah. Muss mir nicht ganz so nah kommen. Erledige alle Feinde. Schon wieder 22:30, ne? Wir sind hier nicht allein, Blue. Wie das klingt. Alle Gegner töten. Wie viele sind hier? Es gibt Ärger. Besser gelaufen als erwartet. Und dann rein, okay. Komm ich schon unten rein, nee, ne? Lalala.
geht's denn hier unten rein? Ah, hier warst du schon mal. Ja. Hawk Strange. An diesem Ort bekomme ich echt Gänsehaut. Brauchst du nicht, ich bin bei dir. Was war das? Da bist du ja. Wem haben wir es gezeigt? Zug fährt in Minuten auf Plattform. Also, bitte zurückbleiben. Schon sehr. Wenn wir hier raus sind, verbrennen schon sehr makaber, oder hier? Albert hat das gefallen. Naja. Riechst du das? Nee. Was ist denn? Die ist aber stark. Mal her, Piper. Hey. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Nee, aber ich gebe dir meine gute Pistole. Schieß los. Die sollst du eigentlich mal nehmen. Suchst du was Bestimmtes? Okay. Gut, können wir wieder gehen, oder? Ja. Komm mal wieder gehen. Bericht erstatten, wo? Ach, es war auch noch für die Railroad. Ich dachte, wir sind mal fertig mit denen. Kommt ja gleich wieder entgegengerannt hier. Nee, heute mal nicht. Du hast Randolph mittlerweile so viel geholfen, dass ich dachte, die hätten ihre Sünden mittlerweile weggeschafft. Das Problem liegt auf deren Seite. Deine Arbeit war wie immer vorbildhaft. Noch ein Auftrag erledigt. Ich lasse es Mr. Timms wissen. Er muss langsam anfangen, Synths weiterzuschicken. Und mit den Ausreden aufhören. Großes Magazin, groß Flammenwerfer. Will ich da gar nicht. Also wirklich brauche ich wirklich... Brauche ich gar nicht das Ding. Es wird wieder Zeit für plastische Chirurgie. Desdemona. H222 hat das Commonwealth verlassen.
Es ist Tradition, auf den ersten Erfolg ein Glas zu leeren. Gut gemacht. Gib mir nicht so viel Scheiß. Wenn man Fins aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Ich schau mir das Angebot mal an. Schau dich ruhig um. Grünes Hemd und Kampfstiefel. Geflickte blaue Jacke. Ich würde dir ja gern mal was anderes geben. Der Piper aber. Naja, gut. Was machen wir jetzt? Nee, ruf zu den Waffen, heb ich mir auf, weil das ist auch eine ganz wichtige Mission. Gib mir den Borat-Anzug. Gibt's leider nicht. Okay, warte mal, wir gucken mal. Ich muss ja eigentlich erstmal hier auf der Karte zu meinen... Hierhin. Ich muss erstmal nach Covenant. Wo war denn Covenant nochmal? Warte mal. Hier. Ich trage zu viel. Wenn ich das schon wieder... Alter, wieso habe ich 390? Was habe ich denn gekriegt? Was will ich mit einem Raketenwerfer? Zweimal. Borat-Anzug. Wenn, dann würde ich den selber tragen. Das weißt du ganz genau. Schlechte Idee. So, was ist denn jetzt hier das Problem? Schutz haben wir keinen, okay. So. Den können wir gar nicht befehlen, ne? Doch. Wieso kann ich den nicht zuweisen? Hä? Mal die Leichen wegmachen. Hey, dieser. 93% aller Besucher entscheiden sich für dieses Limonade. Thank you.
Energie habe ich keine, aha. Nee, eigentlich brauche ich ja das nicht, weil ich kann ja... Wieso kann ich den nicht befehlen? Verstehe ich nicht. I don't understand this. Und die Leichen kann ich leider nicht wegmachen. Naja. Okay. Summerville Place, wo war das denn nochmal? Wo war das? Wo war das? Oh, keine Ahnung. Ja. Ich würde ja am liebsten sagen, dass die Leute woanders hingehen, aber die wollen ja hier bleiben. Das ist das Problem. Die verdammten Raider haben hart zugeschlagen. So, Schutz braucht ihr. Na dann. Keine Ressourcen. Mal ein bisschen was abbauen hier. Jawohl. So. Und du machst das jetzt. Komm her, du brauchst gar nicht schlafen gehen. Klar. Noch mehr Schutz. Okay. Sunshine Tidings Kooperative, das habe ich doch hier unten auch irgendwo gesehen, oder? Wo war das denn? Merkt mir auch gar nichts. Carb Freak, hello. Guten Abend, sei gegrüßt. Okay. Was fehlt denen jetzt? Wir sind hier erleben ja auch gar keine, also. Doch, der. Wir haben es gerade nicht eilig, oder? Die brauchen Essen, Wasser und Schutz. Ja. Sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen abbauen.
verirrt? Der sollte. Der hat sich verirrt? Nö. Jetzt müsste ich überlegen, aber war der Card Freak nicht sogar eher bei mir als bei der, als beim Zocki? Ah, ist vielleicht auch zu lange her, kann sein. Oh, ein Ghoul. Okay. So, Wasser. Na, Essen ist schwierig. Hab ich halt nix. Muss ich selber hier. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Es ist nicht perfekt. Nochle redet mit 4 Zuschauern. Loki! Danke für dein Raid. Wow, pass auf. Mein zarter Knittersack. Na, zu essen kann ich denn irgendwie nichts anbauen. Blöd, ne? Hab nix. Naja, nehmen wir das hier. Kann man es hier reinbauen? Ja, ne? So. Jetzt brauchen wir aber jemanden, der das macht. Warte mal, war hier denn noch jemand? Hier war doch noch jemand. Wo ist denn der? Dort. Ey, du alter Lorsch. Den weisen wir jetzt hier zu und dann hat das auch. Na, Essen haben wir halt nichts, ne? Das kann ich jetzt aber leider auch nicht besorgen. Noki, vielen lieben Dank für dein Raid. Dankeschön. Gut, ich mache jetzt erstmal noch eine Mission. Wir haben noch ein paar Minuten. Eine geht noch. Töte Kendra. Finde Virgil im leuchtenden Meer. Ne, das machen wir nicht. Finde die Baumaschine. Trifft die Minutemen nahe der Burg. Das ist auch noch nicht. Töte die Supermutanten in Breakheart Ufer. Oh, so viele hier. Komm, dann machen wir Supermutanten. Wo ist? Hier. Aha. Machen wir ein paar Supermutanten kaputt und dann geht's los.
Eigentlich hat er sie aufgescheucht, oder ne? Ah. Wir sind hier nicht allein, Blue. Oh. Hey, Juck sie dich. Sind hier! Ich dir das Hirn zerbatschen! Ey, jetzt weiß. Any last words, baby? Auf nimmer Wiedersehen. Rein da. Da hinten war einer, hab ich gesehen. Hey, da draußen ist was. Oh, hier sind noch ein paar, hab ich gesehen. Na da. Sie haben hoffentlich nicht gelitten. Man kennt ja die Supermutanten. Okay, wo soll ich jetzt? Was ist denn hier? Abgeschlossen und jetzt? Achso, das ist ein... Das ist ein Dings von mir. Wollt ihr mal wieder Smalltalk machen? Aber sonst ist bei dir alles gut, Cardfreak, oder? Ich meine, ich bin auch gleich wieder offline. Komm aufstehen. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Okay, alles Gute. Guck mal, die Mission ging jetzt so schnell, da können wir noch schnell Ende machen. Ja, machen wir mal schnell hier in Good Neighbor. In Good Neighbor töten wir mal kurz die Kendra als Auftragskiller quasi. Bloß überlegen, wo ist sie denn? Ach, die ist da vorne. Die rennt hier draußen irgendwo rum. Aber man will ja nicht so aufdringlich sein. Okay, wo ist sie denn? Na hoi. Ist da jemand anwesend? Das war's dann wohl. Bring wir's hinter uns, okay? Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Am Donnerstag machen wir was? Altes Buffet? Hier drin ist sie. Water Streets Apartment. Na dann.
Jetzt gehörst du mir, Mann. Ich werde dich finden. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Du hast ihn getötet. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Du bist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Na klar. Ich schließe die Tür auf. Macht Sinn. Verstehe ich vollkommen. Was hab ich da irgendeinen Scheiß eingesammelt von dem? Okay. Hoch muss ich. Was eine Verschwendung. Was, dich hat das gestört oder was? Ich nicht. Das vielleicht. Auch nicht. Einfach zu stark. Oha. Du musst Kendra sein. Und du? Du bist die verrückte Person in dem Kostüm. Du hast Wayne Delancey umgebracht. Und du hast keinen Schimmer, mit wem du es zu tun hast. Oh, ich liebe das, wenn die kleine Fliege freiwillig ins Spinnennetz fliegt. Bist du eine Killerin? Nein, ich werde für markige Sprüche bezahlt. Leg dich nicht mit uns an, sonst werden du und deine Leute sterben. Wer ist dein Boss? Eine wandelnde Leiche wie du hat sicher andere Probleme. Wir werden Wayne. Sie wollen hier einfach nur reden. Ich glaube, Kendra, da hast du dich ein bisschen geirrt. Okay, gut, wir gehen jetzt raus. Speichern und das war's dann für heute. Dortmund hat gewonnen gegen Paris Saint-Germain 1-0 in Paris und die sind im Champions League-Finale. Ich gehe kaputt. Und morgen werden höchstwahrscheinlich die Bayern nachziehen. Obwohl ich das nicht will, aber naja. Was will man machen? So. Gut. Warte mal, ich reise nach Good Neighbor. Und dort speichere ich dann, damit ich gleich weiß, wann ich das nächste Mal. Wo ich das nächste Mal weitermache. So. Noch schnell ein Level-Up vergeben. Gut. Speichern. Warte mal, das war mein Quickfix. So, zack. YouTube! An der Stelle. Das war jetzt Fallout Video Nummer 17. Ist wie gesagt morgen im Laufe des Mittwochs für euch da auf YouTube. Und morgen Abend werde ich aber kein neues Fallout-Video machen. Das mache ich dann vielleicht
am Donnerstag tagsüber. Ich weiß ja nicht, wann der noch kommt. Ansonsten dann Freitag. Also Freitag wird es vielleicht eins für euch geben, aber am Donnerstag gibt es keins. In dem Sinne bin ich raus. Danke fürs Schauen und eine schöne restliche Woche euch.